Was wäre, wenn Sirius Black Peter Pettigrew getötet hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. In Der Gefangene von Azkaban erleben wir Szenen, in denen Remus Lupin, Sirius Black und Peter Pettigrew alias Wurmschwanz eingeführt werden. In diesen Szenen erfahren wir die vollständige Hintergrundgeschichte über die Ereignisse, die zum Tod von James und Lily Potter führten. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und der eher schüchterne Peter Pettigrew waren vier sehr gute Freunde, die unter dem kollektiven Namen die Rumtreiber bekannt waren. Die vier verbrachten die meiste Zeit zusammen, erlebten viele Abenteuer und schufen ein vertrauensvolles Band zwischen sich. Nach ihrem Abschluss traten sie dem Orden des Phönix bei und entschieden sich, gegen Lord Voldemort zu kämpfen. Sie wussten jedoch nicht, dass Peters Schüchternheit fälschlicherweise für Feigheit gehalten wurde und dass er in Wirklichkeit als Doppelagent für Lord Voldemort agierte. Als die Prophezeiung verkündet wurde und Harry als das von Voldemort anvisierte Kind identifiziert wurde, wählten James und Lily auf Vorschlag von Sirius Peter als Geheimniswahrer aus, in der Hoffnung, den dunklen Lord abzulenken. Unglücklicherweise wurden die Potters von Pettigrew verraten, der das Geheimnis an Lord Voldemort weitergab, was zu ihrem Tod durch den dunklen Lord führte. Er hat nicht nur James und Lily Potter verraten. Als Sirius Black ihn mit seinem Verrat konfrontierte, verursachte Pettigrew eine Explosion, die 12 Muggel tötete. Danach verwandelte er sich in seine Animagus-Form, eine Ratte, und schnitt sich selbst einen Finger ab, um das Aussehen seines eigenen Todes vorzutäuschen. Anschließend sah es so aus, als ob Sirius Black für den Mord an den 12 Muggeln verantwortlich war und auch Lily und James Potter verraten hatte und zusätzlich natürlich auch Peter Pettigrew ermordet hatte. Sirius wurde für diese Verbrechen verurteilt, eingekerkert und nach Azkaban geschickt, wo sein Leben und sein Ruf ruiniert wurden. Das ist das, was wir wissen, und ich finde es sehr wichtig, das in einem Theorievideo klarzustellen. Der genaue Punkt, an dem diese Theorie ansetzt, sollte auch die Ereignisse umfassen, die zu der Theorie selbst führen. Ich werde uns also direkt zu dem Punkt bringen, an dem Peter Pettigrew, nachdem Sirius ihn konfrontiert hatte und seine wahre Natur offenbart hatte, aus seiner Animagus-Form rauskommt, im Gefangenen von Azkaban. In dieser Szene zeigt Sirius seine jahrelange Frustration, Wut und Hass gegenüber Pettigrew für diesen Verrat. Er kann nicht verstehen, wie Pettigrew seine eigene Sicherheit über das Wohl der Menschen stellen konnte, die bereit waren, für ihn zu sterben. Es ist wichtig anzumerken, dass das Töten von Pettigrew für Sirius noch zufriedenstellender wäre, da Pettigrew für seine Verbrechen quasi durch ihn verurteilt werden würde. Wenn er es jedoch nicht tut, würde Harry dadurch überzeugt werden, nicht den Weg des Rächers zu gehen, was nicht dem entsprechen würde, was sein Vater James von ihm wollen würde. James würde Harry unterbrechen und ihm alles über Pettigrew erklären, einschließlich der Tatsache, dass Pettigrew der Grund für den Mord an seinen Eltern durch Lord Voldemort war, einer der engsten Freunde von James und Lily, der sie aus Angst um sein eigenes Leben verraten hatte. Dies würde auch die Jahre der Entbehrungen erklären, die Harry unter den Dursleys gelitten hatte. Trotzdem würde James ziemlich sicher nicht wollen, dass Harry zu einem Rächer wird. Wir gehen aber heute davon aus, dass er es möchte und dass Harry das auch tut. Die Worte, okay, tu es, er verdient es ernsthaft zu sterben, wurden von einem rachsüchtigen Lächeln auf seinem Gesicht begleitet. Er würde sich an Wurmschwanz wenden und sagen, nicht einmal der dunkle Lord kann dich jetzt noch retten. Was ist mit deiner Seele, würde der alte Sirius Black schreien. Diesen Preis zahle ich gerne. Das ist für James und Lily. Ein grünes Licht blitzte auf, als der Fluch Avada Kedavra den Raum erhellte und der leblose Körper von Pettigrew würde einige Momente lang regungslos liegen. Die Stille im Raum wurde erst durch Remus Lupin gebrochen, der mit einem merkwürdigen Ton sagte: „Täusche dich nicht, Harry. Es gibt einen großen Teil von mir, der nicht mit dem einverstanden ist, was hier passiert ist. Das Töten hat nie etwas gelöst, aber für alles, was dieser Mann getan hat, wäre es selbst für mich schwer, ihn leben zu sehen. Selbst wenn er in Azkaban wäre, würde Harry immer noch unter Schock stehen, nachdem er den Tod aus erster Hand miterlebt hat, zusammen mit Ron und einer besonders verstörten Hermine, die nicht mehr dieselbe wie der normalen Zeitlinie war, aber mit ihrem logischen Verstand und gesunder Denkweise würde sie zumindest versuchen zu verstehen, warum dieser Tod notwendig war. Ich glaube, der nächste Schritt wäre es, Dumbledore über das, was gerade passiert ist, zu alarmieren und ihn um Rat zu fragen, vor allem, wie der nächste Schritt sein sollte. Und ich denke, Dumbledore wäre der bestmögliche Weg, um das Ministerium über den Verbleib von Sirius Black zu informieren. Natürlich im positiven Sinne.
Aber vor allem konzentrieren wir uns auf die wahre Natur dessen, was vor 12 Jahren in jener Nacht geschah und vor und nach dem kranken Verrat. Ich glaube, dass Sirius Black eine Wiederaufnahme des Verfahrens erwarten würde und von allen Anklagen freigesprochen werden sollte. Vor allem, wenn das ganze Ausmaß von Peter Pettigrews Handlungen nicht nur gegen die Zaubererwelt, sondern auch seinen Verrat an den Potters bekannt wird. Sirius würde dann ernsthaft behaupten können, ich bin ein freier Mann. Ich glaube, das Erste, was sie tun sollten, ist, Harry zu ihm ziehen zu lassen und ihm die Vaterfigur zu geben, die er sein ganzes Leben lang vermisst hat. Das würde Harry endlich Stabilität bieten und Pettigrews Anklage wegen Verrats würde natürlich über Sirius aufgehoben werden. Möglicherweise wird ihm sogar eine Auszeichnung für seine Heldentaten verliehen, da er 12 Jahre lang seines Lebens im Gefängnis verbracht hat für etwas, das er nicht einmal getan hat. Obwohl es wünschenswert wäre zu sehen, dass Sirius eine Lehrstelle in Hogwarts annimmt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich Lehrer wird. Es ist jedoch möglich, dass er eine vorübergehende Stelle annimmt, bis Harry seinen Abschluss macht. Dumbledore würde ihm zweifellos eine Stelle anbieten. Viele Menschen in der Zaubererwelt würden sicherlich gerne sehen, wie Sirius nach so vielen Jahren in der Gefangenschaft die Freiheit genießt. Diese Freiheit steht sowohl für ihn als auch für Harry bevor, da Harry zu ihm ziehen kann und da Pettigrew jetzt tot ist und der Rest von Voldemorts Todessern immer noch nicht akzeptieren kann, dass der dunkle Lord seit jener Nacht in Godric's Hollow verschwunden ist. Voldemort würde nun niemanden haben, der ihm bei der Wiedererlangung eines rudimentären Körpers hilft, denn Peter, der eigentlich dafür verantwortlich war, ist nicht mehr am Leben. Dabei spielte er auch eine entscheidende Rolle bei der Auffindung und Befreiung von Barty Crouch Jr. aus seiner Gefangenschaft. Es ist wirklich Ironie, dass von all seinen mächtigen Unterstützern, fanatischen Loyalisten und den Anhängern ausgerechnet derjenige, der am schwächsten erschien, im Alleingang für den Tod der Potters verantwortlich war. Neben dem Tod der Potters und der vorherigen Erschaffung von Voldemorts rudimentärem Körper war es Barty Crouch Jr., der auch den Tod von Cedric Diggory verursachte, als auch das Ritual mit durchführte, um dem Dunklen Lord zu helfen, seinen Körper wiederzuerlangen. Es ist bemerkenswert, dass Pettigrew trotz seiner selbstsüchtigen Natur in der Ausführung seiner Aufgaben erfolgreich war. Er ist definitiv einer der am besten geschriebenen Charaktere in den Büchern. Es darf nicht vergessen werden, dass die Welt kurz davor war, die Hoffnung aufzugeben, Voldemorts Körper wiederzuerlangen, bis Pettigrew sich bereit erklärte, ihn zu unterstützen. Wenn Pettigrew tatsächlich ernsthaft getötet worden wäre, hätte dies Voldemorts Hoffnung auf eine Rückkehr zur Macht endgültig beendet. Er wäre für immer im Schatten geblieben und hätte auf eine Gelegenheit gewartet, wieder aufzusteigen. Aber glaubt ihr ehrlich, dass die gekommen wäre? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.